Grüß dich. Endlich. Endlich schauen wir uns die Umkehrfunktionen an. In diesem Video mal die vom Sinus. Es ist daher notwendig, dass du dich daran erinnerst, dass das Sinus eines Winkels der y-Koordinate von Punkt P am Einheitskreis entspricht. Schau dir nochmal die Definition vom Sinus weiter oben am Arbeitsblatt an, wenn du es nochmal wiederholen möchtest. Außerdem solltest du schon ein bisschen was von Funktionen gehört haben. Ganz wichtig ist mal, dass du weißt, dass eine Funktion jedem Element ihrer Definitionsmenge genau ein Element, also nicht mehr und nicht weniger als eins, aus der Wertemenge zuordnet. Nach diesem Video wirst du begründen können, wieso das Sinus nur Werte zwischen minus 1 und plus 1 annehmen kann. Außerdem wirst du geometrisch veranschaulichen können, wie der Arcosinus definiert ist. Bevor ich aber ein bisschen was zu Umkehrfunktionen sage, vergewissere dich, dass du mit dem Funktionsbegriff keine Schwierigkeiten hast. Dazu schau dir bitte kurz dieses Kastel an. Wenn du dir jetzt denkst, halt, das ist ja gar nicht auf meinem Arbeitsblatt, dann hast du recht. Das Kastel habe ich mir nämlich vom Arbeitsblatt Funktionen ausborgt. Setz das Video bitte erst fort, wenn du erklären kannst, wieso diese beiden Zuordnungen keine Funktionen sind. Falls du noch Schwierigkeiten hast, dann schau dir bitte das Arbeitsblatt Funktionen nochmal an. Es gibt auch einen Videozyklus dazu, den mein Kollege Roman produziert. Wie immer, 3 Sekunden Zeit. So, was ist jetzt so eine Umkehrfunktion überhaupt? Eine Funktion hat ja eine Definitionsmenge. Ich nenne sie mal d. Und eine Wertemenge. Ganz originell nenne ich die w. Die Funktion weist jetzt jedem Element aus d ein Element aus w zu. Ich symbolisiere das mit so, ja, mehr oder weniger perfekt gezeichneten Pfeilen. Die Umkehrfunktion von dieser Funktion kann man sich jetzt so vorstellen, dass man diese Pfeile einfach umdreht. Jedem Element aus w wird dann genau ein Element aus d zugeordnet. Wenn die ursprüngliche Funktion f geheißen hat, schreiben wir für die Umkehrfunktion oft f hoch minus 1. Deshalb schreibt man für den Arcosinus häufig Sinus hoch minus 1. Vermutlich steht das auf deinem Taschenrechner auch so drauf. Oder auch ein bisschen aus Platzgründen. So, genug geredet jetzt. Schauen wir uns jetzt wieder das Arbeitsblatt an. Insbesondere das Kastel Umkehrfunktionen oder die Umkehrfunktion der Sinusfunktion. Denk nochmal drüber nach, wie der Sinus definiert ist. Welche Werte kann der Sinus annehmen? Was ist der kleinstmögliche Wert und was ist der größtmögliche Wert? Überleg außerdem, ob verschiedene Winkel denselben Sinuswert haben können. Die Frage, die haben wir ja schon weiter oben beantwortet. Kannst du dich noch erinnern? Schreibe auch eine Begründung auf. Ich gebe dir wieder 3 Sekunden Zeit, damit du das Video pausieren kannst. Der Sinus ist ja die y-Koordinate vom Punkt P, der ja immer am Einheitskreis um den Ursprung liegt. Der Punkt P kann also nie weiter als den Radius 1 vom Ursprung entfernt sein. Hier herunten ist der Punkt P ja so weit unten, wie er nur kann. Seine y-Koordinate ist daher genau minus 1. Und höher als 1 kann er auch nicht drauf. Das da oben ist ja der höchste Punkt am Kreis. Und dazwischen kann der Punkt P auf jeder beliebigen Höhe liegen. Der Sinus ist ja genau, der entspricht ja genau dieser Höhe von diesem Punkt P. Der kann daher alle Werte zwischen minus 1 und plus 1 annehmen. So, haben jetzt verschiedene Winkel denselben Sinuswert? Die Antwort lautet ja. Abgesehen davon, dass es für die meisten Punkte am Einheitskreis einen zweiten Punkt auf der anderen Seite vom Kreis, aber auf derselben Höhe gibt, kann ich ja zu jedem Winkel einfach 360 Grad dazu zählen und halt wieder einen Winkel mit demselben Sinus. Nimm jetzt einen Taschenrechner zur Hand und berechne den Arcosinus von 1, 0 und minus 1. Pass auf, dass dein Taschenrechner auf Degree gestellt ist.
damit dir der Winkel auch in Grad angezeigt wird. Wenn dir irgendwie Pi halbe bzw. Grundwert irgendwas wie 1,57 oder so rauskommt, dann ist ein Taschenrechner vermutlich auf Radiant eingestellt. Das ist prinzipiell nicht falsch und in manchen Kontexten auch viel, viel, viel praktischer als Grad. Aber wir arbeiten hier mit Grad weiter. Überleg auch mit Hilfe der Zeichnung, wie dieses Ergebnis zustande kommt. In den Taschenrechner irgendwas eintippen ist eine Sache, aber versuchen zu verstehen, was der da macht, das ist eine andere. Also, 3 Sekunden Zeit zum Pausieren wieder. So, mein Taschenrechner sagt mir, dass der Arkosinus von 1 90 Grad ist. Ist der Sinus 1, dann muss ja der Punkt P ja hier herum sein. Bei 90 Grad ist es ja so. Der Arcsinus von 0 kommt mir 0 raus. Und der Sinus von 0 Grad, der ist ja auch 0. Und für minus 1 kommt mir minus 90 raus. Das ergibt ja auch Sinn, weil der Sinus von minus 90 Grad ist ja genau minus 1. Experimentiere jetzt ein bisschen mit dem Taschenrechner und versuch, die letzten beiden Lücken auszufüllen. Die Frage ist, welche Zahlen man in den Arcosinus einsetzen kann und welche Werte herauskommen können. Auch wenn du dir schwer tust, pausier das Video und nimm dir die Zeit, die du brauchst. Schreib auf jeden Fall eine Vermutung auf, inklusive Begründung, bevor du für die Auflösung weiterschaust. Ich gebe dir wieder 3 Sekunden Zeit zum auf Pause drücken. Der Sinus, der bildet ja, wie wir heute schon gesehen haben, alle Winkel auf einen Wert zwischen minus 1 und plus 1 ab. Der Arcosinus geht in die andere Richtung. Er nimmt also einen Wert zwischen minus 1 und plus 1 und sucht einen geeigneten Winkel dazu. Jetzt gibt es aber unendlich viele Winkel, deren Sinus genau dieser Wert wäre. Damit der Arcosinus eine anständige Funktion ist, nimmt man jetzt jeweils den einen Winkel, der zwischen minus 90 Grad und plus 90 Grad liegt. Das entspricht ja genau dem fettgedruckten Halbkreis, der am Arbeitsblatt abgebildet ist. Es gibt ja für jede Höhenlinie zwischen minus 1 und plus 1 genau einen Winkel zwischen minus 90 Grad und plus 90 Grad, sodass der Punkt P auf dieser Höhe liegt. Wir suchen, oder wir sind ja nur im vierten oder im ersten Quadranten, also immer rechts von der Y-Achse. Man sieht doch sehr schön, dass es keinen Winkel gibt, der eine Höhe unterhalb von minus 1 oder über plus 1 erreichen kann. Die Umkehrfunktion vom Arcosinus ordnet also jeder Zahl im Intervall minus 1 bis plus 1 genau einen Winkel im Intervall minus 90 Grad und plus 90 Grad zu. So, fassen wir nochmal zusammen, was wir heute gelernt haben. Jeder reellen Zahl, egal welche, ja? Also jede reelle Zahl wird durch den Sinus auf eine Zahl im Intervall minus 1 und plus 1 abgebildet. Der Arcosinus wiederum nimmt eine Zahl aus diesem Intervall und bildet sie auf einen Winkel von minus 90 und plus 90 Grad ab. Streng genommen ist der Arcosinus auch gar keine Umkehrfunktion vom Sinus. Wir können aber den Sinus so einschränken, dass er nur Winkel aus diesem Intervall nimmt und sie wieder ins Intervall 1 oder minus 1 und plus 1 abbildet. Es werden dann immer noch alle Zahlen in dem Bereich getroffen, aber jetzt gibt es für jede Zahl immer nur einen Winkel, der darauf abgebildet wird. Wenn man nur das Bild hier herunten betrachtet, dann ist der Arcosinus tatsächlich die Umkehrfunktion von diesem eingeschränkten blauen Sinus. Achtung! Manchmal sucht man einen Winkel, der gar nicht zwischen minus 90 und plus 90 Grad liegt. Das kann aber der Taschenrechner ja nicht wissen. Da ist dann wichtig, dass wir uns die Situation schlau anschauen und dass wir wirklich wissen, was wir mit dem Ergebnis vom Taschenrechner anfangen sollen. Manchmal reicht einfach stur abschreiben nicht.
Da muss man sich dann die Rechenregeln anschauen, die wir weiter oben am Arbeitsblatt schon hergeleitet haben. Schau dir zum Beispiel dieses Dreieck an. Ich schreibe so schier, dass ich auf meinen Aufzeichnungen nicht mehr lesen kann, wie groß Alpha ist. Aber ich weiß noch genau, dass der Arcosinus von Alpha genau 0,8 war. Kannst du Alpha herausfinden? Und bevor du rechnest, ist Alpha größer oder kleiner als 90 Grad? Viel Spaß beim Knobeln. Im nächsten Video geht es dann um den Arcoscosinus. Bis dann. Ciao.